Seitens der Politik gab es zwei Gruppen von Stellungnahmen zum Urteil AfD als Verdachtsfall. Die einen haben gesagt, dieses Urteil hilft uns, die AfD irgendwann zu verbieten. Die anderen haben gesagt, nein, wir müssen uns thematisch mit dieser Partei auseinandersetzen. Wir müssen sozusagen in der Öffentlichkeit die AfD stellen und überzeugend, also die Menschen überzeugen, dass wir die besseren Argumente haben. Beide implizieren, das ist das Interessante an diesen Stellungnahmen, dass beide implizieren, dass das Urteil von sich aus überhaupt keine Wirkung entfalten wird, offensichtlich. Ja, das heißt, sie gehen davon aus, dass die Leute sich nicht mehr groß beeindrucken von einem solchen Urteil beziehungsweise von dem, was der Bundesverfassungsschutz sagt. Und das ist auch die letzte Umfrage zum Bundesverfassungsschutz, und zwar aus April dieses Jahres, also sehr jung. Ich lese hier aus Telepolis, fast jeder Zweite, also 48%, hält es für sehr oder eher wahrscheinlich, dass der Verfassungsschutz in Deutschland zu politischen Zwecken missbraucht wird. Nur jeder Dritte, also 31%, findet es unwahrscheinlich. Auffällig ist, dass das Misstrauen bei den jüngeren Befragten größer ist, also 52% bei den unter 40-Jährigen, gegenüber 45% bei den über 60-Jährigen. Und diese Zahl ist wirklich interessant, denn sie zeigt, dass die älteren Leute, also über 60, die haben noch mehr Vertrauen eigentlich in die deutschen Institutionen, die haben mehr Vertrauen in den deutschen Staat. Sie sagen, wenn eine Behörde etwas sagt, dann wird das wohl schon so stimmen. Ja, aber die Jüngeren gehen gar nicht davon aus. Sie sagen, das Ganze ist möglicherweise politisch manipuliert. Interessanterweise ist außerdem noch so, dass natürlich die meisten Leute, die skeptisch sind gegenüber dem Bundesverfassungsschutz, sind die AfD-Leute, und zwar zu 74%. Ich finde das relativ niedrig, ja, wenn man bedenkt, eigentlich, wie viel der Bundesverfassungsschutz gegen die AfD macht. Dann kommt die FDP mit 62%, Bündnissauer Wagenknecht 60%, Freiwähler 58%, dann kommen die Linken, die ja auch beobachtet werden zum Teil, also gewisse Untergruppen von den Linken werden ja auch beobachtet vom Bundesverfassungsschutz, 49%. Also die größten Anhänger, also die meisten Anhänger vom Bundesverfassungsschutz und im Grunde genommen damit auch ja, der deutschen Institutionalität sind bei der SPD also und bei der CDU mit jeweils 43% und 41%. Aber das ist auch nicht die Mehrheit. Also Sie sehen, was für ein eine Vertrauenskrise wir haben in den Verfassungsschutz, aber auch in den deutschen Staat. Und das ist Folge der katastrophalen Politik, die wir eben seit vielen Jahren erleben. Das heißt, man hat den Eindruck, der Staat wird von Aktivisten geleitet. Sie benutzen die Institutionen, die Behörden, die Ministerien, um ihre eigene ideologische Agenda durchzusetzen. Und das ruiniert die deutsche Institutionalität. Ich bin gespannt, wie die nächsten Umfragen aussehen werden über AfD, also ob tatsächlich dieses Urteil tatsächlich nichts bewirkt und natürlich auch die kommenden Wahlen. Aber selbst wenn die AfD ein paar Prozentpunkte verlieren würde in den Umfragen, das bedeutet nicht, dass die AfD, genauso wenig wie bei den Grünen, verliert in der Bestimmung der Agenda dessen, was in Deutschland diskutiert wird. Das heißt, die Deutungshoheit über die öffentliche Meinung. Sie sehen, bei den Grünen ist es so, die sind inzwischen bei 12% gelandet, aber alle Leute reden über die Themen der Grünen. Oder, ja, über die Themen der AfD, beziehungsweise die AfD ist gewissermaßen die Anti-Grün. Das heißt, sie sagen, dass alles, was die Grünen sagen, ist falsch. Ja? Diese beiden Parteien bestimmen im Grunde genommen die ganze öffentliche Auseinandersetzung in Deutschland. Und dieses Urteil wird meines Erachtens nichts daran ändern.